Dating, Beziehung und Liebe. Ja, was haben wir denn heute Schönes? Eine E-Mail von Gratschnafskila. Und ja, es geht um das schöne Thema. Ja, bipolar zusammen mit Borderline. Ja, genau, spannende Mail. Aber was ich da vorab sagen will, also ich weiß nicht, ob diese Diagnosen jetzt, ich habe jetzt hier nur eine Mail, ob die jetzt, wie es zustande gekommen sind, ob die offiziell gemacht worden sind. Und ich kann auch mal wieder sagen, hängt euch nicht so auf an Diagnosen, auch für einen selber. Weil die können natürlich auch so eine, also wir erschöpfen uns ja unsere eigene Welt, und wenn du jetzt sagst, ja, ich bin bipolar, ja, dann verhältst du dich auch entsprechend sozusagen, was jetzt nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Diese Diagnosen, doch, das gibt es natürlich, klar, und trotzdem muss man gucken, hilft es einem so eine Diagnose oder hindert es einen eher, ne, dass man sich zu viele Gedanken macht und ich weiß nicht was. Das mal vorab. Und ja, was wir hier an Diagnosen haben, ist natürlich auch heftig. Und da frage ich mich auch mal schon so ein bisschen, wie kommt das zustande? Wer hat das gemacht? Weil ich weiß so, dass wir Psychologen, wenn wir wirklich mal Diagnosen geben müssen, also das ist ein ganz weiter Weg ist, dass man solche Diagnosen vergibt. Aber naja. Also, lieber Christian, danke für deine zahlreichen Angebote. Auf der Suche nach Strategien und Antworten bin ich auf dich aufmerksam geworden und möchte dir eine Frage stellen. Ich bin bipolar, also jetzt der Typ mit eher, also weniger Manie, mehr Depressionen. Themen wie Verlassenheitsängste habe ich gelöst. Emotionale Abhängigkeit habe ich so halb gelöst. Er hat stärkere Tendenz, also jetzt weiß ich nicht, ist das eine Diagnose, zum Borderline, bindungsängstlich, leben seit vielen Jahren zusammen, einige davon in Ehe und Eltern. Du erahnst, dass unsere Zusammenkunft als Paar eine dramatische Vollkatastrophe sein kann. Ja, aber weißt du, das geht ganz vielen so, auch vielen, die keine Diagnosen haben. Und ja, es ist, wie es ist. Ne, also der eine ist halt emotionaler, und wenn man sehr emotional ist, dann trifft man leicht auf Menschen, die auch sehr emotional sind, und wenn man viel Schmerzkörper hat, trifft man leicht auf Menschen, die auch viel Schmerzkörper haben. Und ja, ist wie es ist, jeder Partner ist erstmal der Richtige, und dann guckt man halt, was man damit macht, ne? So. So, dennoch sind wir beide in und an der Beziehung sehr geh- und erwachsen. Wir können in Konflikten meist den Schalter umlegen und sachlich miteinander reden. Ja, das kriegen viele nicht hin, die nicht solche Diagnosen haben. Selbst wenn jeder vor Emotionen gerade in die Luft gehen könnte. Und das ist ein Fortschritt, den kann man gar nicht genug wertschätzen. Also da würde ich mir wirklich wünschen, dass viele da an dem Punkt wären, dass man seine Emotionen spüren kann, ohne sie rauszupoltern gegen den Partner so, ne? Das ist großes Kino. So lebten wir vor ein paar Jahren auch als getrenntes Paar weiterhin in einer bereicherten freundschaftlichen WG. Beide gehen wir in Beratung. Ich beständig mit gutem Vorankommen. Ja, mit häufigen Abbrüchen, Borderline typisch. Wir sind trotz der Belastung tolle und engagierte Eltern, und unser Kind ist unser beider Mittelpunkt, insbesondere wenn mein Mann wieder seine sehr abweisende, distanzierten Phasen hat. Wir leben seit Jahren in offener Partnerschaft und genießen die Freiheiten, die wir uns in Vertrauen und Liebe geben können. Ja, bis hierhin erstmal alles wunderbar, egal welche Diagnosen ihr da jetzt habt. Wie gesagt, da würde ich mir wünschen, dass viele Paare so wären, die keine Diagnosen haben. Ich bin selbst Trennungskind, hege den Wunsch, alles zu tun, um eine Trennung zu vermeiden. Er zieht mit, sieht es ähnlich, hat aber vor allem Angst, ich würde im Falle einer Trennung Elternschafts- und
Ex-Partnerschaft nicht trennen und ihm gar sein Kind vorenthalten. Dabei ist egal, wie viele Mal ich meine Loyalität bewiesen habe und wie sehr ich meist der souveräne Fels in der Brandung bin, er wartet immer mal den Worst Case. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Weil wenn man immer den Worst Case erwartet, dann zieht man das ja geradezu an. Ja, das ist natürlich suboptimal, ne? So. Nun war er einige Wochen in, hat er stationär was gemacht und kam von 200% Struktur und Sozialleben in unsere 0% Corona-Zeit zurück. Ja. Das ist ein bisschen klitzekleines Problem, was ich gerne mal habe mit, wenn Leute so stationär was machen, dass man dann in so einer Blase ist. Das kann natürlich großartig sein, in der Blase zu sein, und manchmal braucht man auch genau das. Aber dann kommt man raus und die Blase ist weg, ne? Und da frage ich mich manchmal, was besser ist, ob man stationär was macht oder ambulant. Aber gut, ich kenne das natürlich ja auch jetzt gar nicht deine Frage, aber klar, dann kommt man zurück, war in so einer Blase und dann ja, schlägt mal wieder in der Realität auf. Ich hingegen nutze die Zeit für meine Beratung und bin enorm weitergekommen. Ja, jetzt ist es immer erstmal so, wenn ein Paar, auch ein Paar, was lange zusammen ist, wenn die auseinandergehen für eine längere Zeit, was weiß ich, einer geht ein paar Monate in die USA oder ich weiß nicht was, ist immer ein Risiko, dass man sich auseinanderentwickelt. Also egal, es muss ja noch nicht mal was mit Therapie oder so zu tun haben. Manchmal reicht es auch schon, dass irgendjemand, der, also dass irgendjemand eine Therapie macht, also noch nicht mal stationär oder so, oder es reicht schon, dass jemand irgendeine Coaching-Ausbildung macht. Das reicht manchmal schon. Ja, dass man plötzlich in unterschiedliche Richtungen unterwegs ist und da ist erstmal keiner falsch. Das ist, wie es ist, ne? Und das ist das Problem. Ich habe mich um Meilen weiter wegentwickelt als mein Mann. Er dreht ebenso seine Borderline-Kreise im ewig gewohnten Content. Ich erfinde mich neu und dem oft noch schmerzvollen Heilen wieder. Wir kollidieren sehr häufig. Die Trennung steht im Raum. Die Liebe aber auch. All die Jahre, unser Kind, alles, was uns ausmacht. Ich fühle mich, als müsste ich mich entscheiden, weiter gesund oder zurück in seinen Trott. Er sagt nichts zu seiner Gefühlslage. Nun weiß ich aus seinen Videos, dass du bei solchen Konstrukten immer eher zum Mut zur Trennung rätst. Aber ist es mit Kind und langer Vorgeschichte nicht auch Arbeit wert? Wäre das schaffbar oder ist es ein zu langes Festhalten, weil man es nicht rafft, dass es auch mal gut ist? Wie entscheidet man das? Ja, das ist natürlich jetzt eine recht ungewöhnliche Situation. Also ja, trenn dich kann man immer leicht sagen, wenn man jetzt jemand für 3 Monate datet. Aber in diesem Fall, ja, natürlich überlegt man da. Und natürlich kann man nicht einfach sagen, Trennung, wenn ihr ein Kind habt. Und ihr habt ja auch viel erreicht in eurer Beziehung, ne? Also da finde ich es gut zu überlegen. Also da klar, wenn man natürlich jahrelang überlegt und man kommt immer wieder zum gleichen Schluss, ja, irgendwann, ja, muss man vielleicht mal überlegen. Aber ja. Das ist natürlich letztlich eine Frage, die muss jeder für sich entscheiden. Ich finde das hier nicht so klar. Also auch wenn man jetzt erstmal denken könnte, das ist so, ja, ist, ne. Aber was ich ganz schön finde an dieser Mail, ihr habt viel hingekriegt. Es gibt ja nicht den einen Bad Guy. Du sagst selbst, wir entwickeln uns einfach in unterschiedliche Richtungen. Jetzt habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr eine funktionierende, offene Beziehung habt, offensichtlich. Da frage ich mich natürlich schon, kannst du das nicht mehr nutzen, so, ne? Wenn, also wenn du das Gefühl hast, oh, die Beziehung gibt mir gerade nicht viel, ja, könnt ihr auch mal in Offenheit und Liebe, kannst du auch mal sagen, ich gucke jetzt mal woanders. Also, wie auch immer das jetzt aussieht, kannst du auch mal sagen, ich konzentriere mich jetzt mal nicht so sehr auf unsere Beziehung, sondern wir sind hier Eltern oder ansonsten gehe ich mal andere Wege, wäre eine Möglichkeit, so, ne? Auf jeden Fall würde ich das nicht einfach aushalten und schon überlegen, was will deine Seele gerade und das umsetzen.
Und dann kannst du ja gucken, ob die Partnerschaft das aushält oder nicht. So, ne? Also wenn deine Seele gerade, weiß ich nicht, weniger Beziehung will und weniger streiten und weniger auseinandersetzen und du gerade andere Wege gehen möchtest, die vielleicht, ja, vielleicht kannst du mit deinem Partner gar nicht so viel anfangen, dann, ja, dann gehst du eben diese anderen Wege so und genau, dann guckst du, wo dich das hinführt, so, ne? Und da kann man ja gucken. Also entweder ihr entwickelt euch wieder zusammen und kommt wieder auf einen Nenner oder entwickelt euch auseinander so, ne? Aber ich finde schon, wenn man so viel erlebt hat, so viel erreicht hat, ein Kind hat, ja, darf man auch mal eine Runde mehr drehen. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Runden ihr schon da so gedreht habt. Einfach weil, also nach meiner Erfahrung ist es schon gut, dass man absolut sicher ist, dass man sich trennen möchte. So, wenn man sich mit dem Kind zu früh trennt, gibt natürlich eigentlich keinen zu früh, keinen zu spät, aber dann noch mit Schuldgefühlen da rumhängt und dann vielleicht in so eine neue Off-Schleife zieht, das ist halt auch nicht so gut. Da würde ich vielleicht schon mal überlegen, was machen, weil ihr könnt natürlich auch mal Paartherapie probieren, könnt ihr auch mal einen coolen, großartigen Paarkurs machen. Aber natürlich darfst du dich trennen, darfst dich auch auf Probe trennen, also du darfst alles. So, wenn du sagst, boah, ey, das ist so gerade, boah, ich will es gerade einfach nicht mehr. Also dann, man hat ja auch mal die Meinung, man bräuchte irgendwie einen Grund, du brauchst keinen Grund, wenn, wie gesagt, deine Seele sagt, oh nee, ey, ich habe echt keine Lust mehr, hast du keine Lust mehr. Dann ist es so, ne? Und dann ist es auch okay, ne? Also vielleicht überraschend, kann ich jetzt da nicht so sagen, geht gar nicht, weil das ist das Schöne an dieser Mail, obwohl hier so diese krassen Diagnosen in den Ring geworfen werden, höre ich jetzt hier wenig von Grenze überschritten, Fremdgehen. Klar, ihr habt jetzt eine offene Beziehung, aber ist ja kein Fremdgehen. Ja, sondern dass einfach irgendwas gerade nicht passt irgendwie so, ne? Und aber nur weil eine Beziehung jetzt gerade nicht hypertoxisch ist, heißt nicht, dass man nicht gehen darf. Also überleg, was deine Seele dir sagen möchte. Vielleicht brauchst du mal Zeit für dich irgendwie. Und lag das jetzt wirklich daran, dass ihr euch mal ein paar Wochen nicht gesehen habt? Oder war das sozusagen nur die letzte Karte, die aus dem Kartenhaus rausgezogen ist? Da würde ich mal drüber nachdenken, glaube ich. Ja, es gibt wieder den Liebeskummer. Advanced-Kurs gerade und Modul 2 auch ist mal wieder Vertiefungsübung zum Liebeship, ist mal wieder erhältlich. Und wir werden uns bald wiedersehen.